Wir haben ja die Tage schon ein bisschen was über Routing-Anwendungen gehört, eventuell sogar schon am OSM-Sonntag für die, die da waren, aber zumindest von Roland zum Flächenrouting. Und jetzt haben wir noch einen weiteren Vortrag von Peter, der auch ganz spezielle und innovative Ideen zum Thema Routing präsentieren möchte. Bitte, Peter. Ja, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Peter Karich und möchte euch heute eben GraphHopper vorstellen und nicht nur das Routing, sondern auch, ja, was die aktuellen Entwicklungen sind, was da so los war in den letzten Monaten und vielleicht auch ein paar Demos zeigen, wenn sie denn klappen, mal schauen. Genau, deswegen habe ich auch meinen eigenen Rechner da. Moment. Genau. Zunächst erstmal ganz kurz, wer GraphHopper noch nicht kennt. GraphHopper macht also nur das Routing, also die Adresssuche. Und auch die Kartenvisualisierung kommen von anderen Services. Und die Route ist diese grüne Linie. Die Höheninformationen sind auch da in der Geometrie der grünen Linie enthalten und die Abbiegevorschriften hier links in verschiedenen Sprachen werden zurückgeliefert. Also, ja, genau. Das kann man als Blackbox verwenden. Also man schickt Koordinaten rein und erhält eine Geometrie oder eben die Abbiegevorschriften zurück. Oder als Routing-Bibliothek in einer Java-Applikation, was noch ein paar mehr Anwendungsfälle dann eröffnet. Da kann man dann direkt mit den Algorithmen rumspielen, die anpassen oder auch ganz spezielle Anwendungsfälle in Ridesharing-Sachen bauen und so weiter. Es steht unter der Apache-Lizenz. Das heißt, wenn man dann so eine Java-Applikation oder so baut, mit seinem kommerziellen Code vermengt, dann ist es kein Problem, die dann auch zu verkaufen. Ist also eine sehr kommerziell freundliche Lizenz. Es lädt, GraphHopper lädt OpenStreetMap-Daten, aber auch andere. Da ist an morgen so ein NavTech-Converter, glaube ich, ein Vortrag. Über den geht auch eben diese hier oder NavTech-Daten. Ordnance Survey, die haben so einen eigenen Konverter für GraphHopper gebaut. Also es sind andere, sind schon auch möglich, aber es ist noch nicht ganz so einfach, wie wir es gern haben möchten. Es ist sehr schnell und läuft auf verschiedenen Plattformen, unter anderem eben auch auf Offline-Routing auf Android und iOS. Aber hier sei nochmal gesagt, also es ist nur das Routing, also noch keine Geo-Coding und keine Visualisierung. Wobei es eben da zum Beispiel auf Android MapsForge gibt oder andere Sachen. Für die Abbiegevorschriften gibt es von der Community über 35 Sprachen schon Übersetzungen dafür oder auch für dieses User Interface, was wir hier jetzt sehen. Also da gibt es noch ein paar Elemente, die eben übersetzt werden. Und dann legen wir ganz großen Wert auf Unit-Tests, Integrationstests, Last-Tests. Und bei jedem Release auf manuelle Tests und so, dass man da ein möglichst stabiles und zuverlässiges Produkt enthält und bieten auch Routing as a Service mit der GraphHopper Directions API an, die das Ganze dann eben noch einfacher macht, das zu nutzen. Und auch noch ein paar mehr bietet als nur Routing von A nach B. Genau, also die Installation. Die ist sehr einfach. Also wenn, da gibt es ein Video, kann man sich anschauen, wie man GraphHopper wenn man halt Java und Git installiert hat. Die beim Workshop waren, wissen das. Aber wenn man das einmal installiert hat, dann ist es eine Sache von 1-2 Minuten und der lädt automatisch auch die Daten runter, kompiliert die ins eigene Format, startet einen lokalen Server für GraphHopper und kann dann die gezeigte User-Interface dann sofort darauf zugreifen und damit rumspielen. Die Einsatzgebiete sind vielfältig, also da kann man verschiedenste Fahrzeuge erstmal auswählen, die kommen da per Default schon mit und sind von Motorradfahrern und Fahrradfahrern auch getuned. Wir finden, also die GraphHopper wird im Outdoor-Bereich angewandt, aber auch im Indoor-Bereich, wobei wir im Indoor-Bereich noch einige, also haben wir noch ein paar Sachen zu tun. Und gerade in der Logistik- und Taxiindustrie ist das ein sehr wichtiger Faktor, eben so Distanzen und Zeiten zu berechnen.
Da werden wir auch angewandt. Isochronen komme ich dann auch nochmal dazu, also Erreichbarkeitsanalyse oder Erreichbarkeitsvisualisierungen, ein ganz wichtiger Punkt. Map Matching, da komme ich auch nochmal dazu, zeige ich hoffentlich auch eine Demo. Und ein ganz wichtiger Anwendungsfall ist eben alle die, die keine Web-Services gerade im Ausland, sage ich jetzt mal grob dazu, nutzen wollen, die können dann einfach lokalen Grafhopper installieren und das dann ohne Verletzung der Privatsphäre nutzen. Da sind einige Nutzer und Kunden abgebildet. Komoot nutzt Grafhopper, AliApp oder Wohle, das heißt jetzt Foodora nutzen Grafhopper. Gypsies ist einer der ersten Nutzer und jetzt eben auch Kunden der Directions API geworden. Die nutzen Grafhopper. Also da sind ja ganz viele eben auch Logistik im Logistikbereich dabei. Hier habe ich es nochmal aufgelistet. Also Rom2Rio ist vielleicht auch noch ein spannendes Projekt. Das hatte ich auch schon, bevor ich Grafhopper überhaupt angefangen, genutzt und fand das dann irgendwie toll, dass die das dann auch nutzen. Bei Komoot ist noch vielleicht noch eine Sache zu erwähnen, dass die eine eigene Routing-Engine hatten. Die haben sich halt nicht so fokussiert auf die Routing-Engine, sondern eben auf ihre App, auf ihr Produkt und mit Grafhopper konnten, sondern letztendlich ihr Routing um 500 Mal schneller anbieten. Das hat die Folge gehabt, dass sie jetzt eben auch kontinentalweite Routenplanung möglich machen auf ihrer Website. Und ja, genau, die Directions API hatte ich ja gesagt, gibt es noch ein paar mehr Services, gehe ich heute nicht so detailliert darauf ein. Zu den aktuellen Entwicklungen von Grafhopper. Also da gibt es jetzt einige Sachen, die sich in den letzten Monaten verändert haben. Unter anderem haben wir auch eine Firma, die Grafhopper GmbH, gegründet. Aber gerade in dem Open-Source-Projekt Grafhopper Routing Engine werde ich jetzt ein paar Sachen noch erwähnen oder auch im Detail gehen. Grafhopper unterscheidet zwischen zwei Modi, grob gesprochen einen Speed-Up-Modus und einen Flexibilitätsmodus. Und das ermöglicht, also der Speed-Up-Modus ermöglicht sehr schnelle Routen, also quer durch Deutschland oder auch Europa unter 50 Millisekunden. Beim Flexibilitätsmodus ist zwar auch noch schnell, aber da dauert Deutschland eben schon eine Sekunde. Und der Vorteil von dem Flexibilitätsmodus ist aber, dass man da pro Anfrage gewisse Sachen ändern kann. Also wenn ich jetzt ein Fußgänger-Routing habe und keine Treppen mit drin haben möchte, kann ich das angeben. Wenn ich aber in der nächsten Anfrage wiederum Treppen mit drin haben kann, dann kann ich das auch pro Anfrage oder könnte ich das konfigurieren. Bei dem Contraction Hierarchy ist das nicht so. Da braucht man halt für jede Änderung, die man dem Nutzer anbieten will, als Option ein eigenes Profil. Das muss vorberechnet werden und dann verbraucht das auch etwas Speicher und eben auch Vorberechnungszeit. Aber es gibt jetzt eben eine wichtige Änderung, oder es gab schon vor einigen Releases die wichtige Änderung, dass man beide Modi gleichzeitig nutzen kann. Also man kann jetzt eben den Speed-Up-Modus, der per Default angeschalten ist, einfach so nutzen, wie er ist. Dann wird man zum Beispiel beim Auto ein Fastest vorberechnen und man kann trotzdem flexibilitätsmodusmäßige Anfragen machen. Und dieses, erstens ist es halt bei Grafhopper sehr einfach, da hin und her zu switchen und eben auch pro Anfrage das zu ändern. Da gibt es keinen, zumindest nicht im Open-Source-Bereich, keine Routing-Engine, die das kann. Die meisten haben entweder Speed-Up-Modus, also das ist intern, ist das Contraction Hierarchy implementiert, oder halt Flexibilitätsmodus. Und wir unterstützen auch als einzige Routing Engine im Open Source Bereich mehrere Profile für den Speed-Up-Modus. Also in einer einzigen Grafhopper-Instanz. Und dadurch sind wir extrem speichereffizient, auch wenn das sehr viel Speicher verbraucht. Aber wenn man das nicht machen würde, würde man halt um einen Faktor 5 oder 10, je nachdem, wie viele Profile wir haben, noch höher sein. Genau, das ist jetzt ein neues Feature. Die alternativen Routen und die Rundrouten. Da kann ich, weiß nicht, ob das so einfach jetzt da draufklicken. Müsste theoretisch gehen. Da kann ich jetzt also meine Alternativen hier auswählen und sehen,
Und ja, das ist eben nur aktuell im Flexibilitätsmodus möglich. Das gleiche gilt auch für die Rundrouten. Also ich sehe jetzt schon was, aber jetzt muss ich das noch mit der Maus auch zu euch bringen. Wieso der das eine jetzt hier öffnet? Ach, jetzt ist... Genau. Also man kann auch bei den Rundrouten, gibt man halt an, wie lang die sein soll und auch in welche Richtung man starten möchte. Oder man generiert das einfach per Zufall. Und das funktioniert relativ gut und zuverlässig eben für ja, eigentlich, also es sollte für alle Profile funktionieren. Und das ist vor allen Dingen eben auch durch die Leute von Corviger gepusht worden, dieses Feature. Deswegen zeige ich da nochmal, also das ist der Robin. Mal eben kurze Werbung. Das ist so ein Motorradroutenplaner, da kann man eben hier auch Rundrouten und auch da das Heading einstellen. Das ist bei unserem Graphoper Maps noch nicht integriert, dieses User Interface. Genau, und man bekommt eben immer auch Höhendaten mit dazu und die Höhendaten lassen sich eben auch ganz einfach per Konfiguration einschalten. Dann lädt er die eben vom Server runter. Und ja, also das sind diese zwei. Zwei wichtigen Features, die dazugekommen sind. Jetzt ist vor 2 Tagen das Map-Matching im Master gelandet, von dem Map-Matching, also ein neuer Ansatz für das Map-Matching ist da gelandet. Aber was ist eigentlich Map-Matching? Deswegen zunächst einmal diese Erklärung. Also man hat eine digitale Karte und jetzt irgendwelche Tracks, die man aufnimmt von einem Taxi, von einem Wanderung oder was auch immer. Und jetzt möchte man das irgendwie entweder verfeinern oder vielleicht noch irgendwie Abbiegevorschriften, also beim Wandern, das Veröffentlichen diesen Track und gleich mit Abbiegehinweisen eben da hinzufügen. Und da kann man Map-Matching dafür verwenden. Oder man möchte jetzt bei den Taxis wissen, ist der zu schnell gefahren oder bei seinen LKW-Routen, die man getrackt hat, ist der in bestimmten Abschnitten zu schnell gefahren. Und das kann man im Nachhinein diesem Track dann hinzufügen. Eine wichtige Möglichkeit für den Einsatzzweck ist die Staudatenintegration. Also man misst dann eben die Daten, die man bekommt von seinen Fahrzeugen, mappt die auf seine eigene digitale Karte. Und dann hat man eine Straßen-ID und da sammelt man dann die Daten dafür. Und dieses Map-Matching hat jetzt eine einfache Web-API, da braucht man also nicht Java dafür können oder per Kommandozeile oder sowas machen. Und auch eine einfache Web-Oberfläche. Und wie gesagt, der Algorithmus ist besser. Das werde ich jetzt mal zeigen. Also die Demo. Da habe ich lokal das gestartet. Meine Maus finde. Und jetzt mache ich mal, also jetzt öffne ich das sozusagen, das ist eigentlich eine Fahrrad- oder Fußgängerroute, die da gelaufen wird, und das öffne ich mit dem K-Profil. Und jetzt macht er den Match und dann sieht man hier, also das Grüne ist das digitalisierte und das Schwarze sind die aufgenommenen Punkte. Und der Match, der geht halt hier vollkommen, ja, vorbei. Also hier sieht man, dass wirklich auch Unsicherheiten, also dieses, ja, dass es echte Daten sind, das Schwarze. Und der kommt halt da nicht rein als Auto. Wenn man jetzt hier einfach vom Profil her Food eingibt, dann sieht man hier, dass der perfekt drauf gematcht hat. Also hier ist dann eben noch ein Artefakt, aber das ist halt da, weil die Straße dann halt so einen Knick macht. Und man sieht eben, dass diese Einflüsse von den GPS-Fehlern
da vollkommen ausgemerzt sind. Und dass es auch halbwegs schnell geht, aber es geht noch deutlich schneller. Da sind wir halt gerade so dran an der Entwicklung. Oh, nur noch 5 Minuten. Ist dann aber auch noch Frage danach, oder? Okay. Genau, also der Algorithmus löst halt viele Probleme. Es ist kein aufwendiges Tuning mehr notwendig. Also der nutzt halt Hidden Markov-Modelle, ein Model im Hintergrund. Und vorher hatten wir eine einfache Heuristik, die zwar sehr schnell war, aber eben ja, ein bisschen kompliziert im Handling war. Und das soll das alles jetzt ein bisschen besser machen. Auch Tracks mit Schleifen werden einfacher gehen. Also gerade eben so eine Rundtour, wie wir es gerade gesehen haben, hat vorher eben noch Probleme bereitet. Und das wird auch schneller passieren. Es wird, das ist jetzt eine auf der To-Do-Liste sozusagen mehr, noch mehr Flexibilität reinkommen bei Graphhopper. Und dann wollte ich eben noch, ja, ein interessantes Projekt war vor einem halben Jahr dieses Roads to Rome. Das ist so eine Shortest Path Tree Visualisierung von Movil Labs. Die haben da Graphhopper dafür genommen. Kann man, gibt es auch eine extra Webseite dafür, kann man sich anschauen, vielleicht, ja, bestimmt kennt ihr das schon. Und berechnet man quasi, man nimmt halt den Startpunkt da irgendwo bei Rom oder den Zielpunkt und berechnet jetzt die Dicke so einer Linie, bestimmt sich daraus, wie oft führt da ein Weg dran vorbei. Und dann sieht man halt direkt eben diesen Baum. Und man weiß dann auch, warum das Shortest Path Tree heißt, also kürzester Wege Baum, weil es eben so aussieht wie ein Baum. Und das ist quasi so eine Art Dijkstra über komplett über Europa drüber gezogen. Und das nochmal einfach mit mehreren Startpunkten, die Hauptstädte der einzelnen Länder. Da komme ich nicht dazu, das schaut ihr einfach mal nach. Einfach auf Zeitmangel, das ist eine spannende Sache. Und jetzt gibt es halt so ein einfaches UI von Graphhopper, was das nicht innerhalb von Stunden berechnet. So, also Movil Labs hat da halt sehr viel Zeit investiert, das auch schön aussehen zu lassen. Ich habe da schon so eine Swing-UI vorher mal gebaut gehabt und mit der kann man jetzt auch solche Sachen innerhalb von wenigen Sekunden visualisieren. In dem Fall eben Erreichbarkeit von ja, gewissen Punkten. Also man startet da in Rom und das Rot, also jeder Farbenwechsel bedeutet, glaube ich, 20 Minuten und dann kommt man halt nach 2 Stunden wieder bei einem Rot an und so weiter. Also das ist dann so ein, ja, so wie eine Welle. Und dann sieht man halt, wie man sich über Italien mit einem Auto, glaube ich, fortbewegen kann. Werde ich jetzt keine Demo zeigen. Oh, oder doch, vielleicht doch. Aber das ist eben noch die Isochron API, die wir als kommerziellen anbieten. Und wenn das, und da das die Zeit vielleicht doch erlaubt. Das ist jetzt Sachsen mit Start in Dresden. Einfach, dass man mal einen Eindruck dafür kriegt, wie schnell das auf meinem, ja, hier ist es schon da, aber. Genau. Also der kann das halt in ja, der rendert da diese Millionen, das sind, ich glaube, das sind 600.000 Knoten. Der kann aber auch komplett Deutschland oder so reinladen und dafür braucht er schon eine halbe Minute oder so, das zu rendern. Das ist halt so ein User-Interface, wo man einfache Visualisierungen auch zum Debuggen und so weiter für Routing-Probleme, für Erreichbarkeitszwecke, für alle möglichen Sachen, die halt ein Routing Graphen als Analyse-Tool irgendwie erfordern, ist das eine interessante Sache. Auch wenn da steht Small and Ugly, ist es halt schon ein sehr bewährtes Tool so für die Entwicklung von Routing-Problemen. Und hier habe ich einfach die Farbe geändert, aller, weiß gar nicht, jetzt 10 Minuten oder sowas und dann eben an einer bestimmten Koordinate gestartet. Genau. Dankeschön.
Ja, vielen Dank für den Vortrag mit sehr vielen Themen angeschnitten. Ich hoffe, es gibt interessierte Fragen. Ja, das ist nicht mehr der erste. Wir haben bei OpenStreetMap ja immer noch keinen ÖPNV und Routeneditor. Könnte man sich vielleicht vorstellen, dass man mit Grasshopper einen Teil baut, wo man jetzt sagt, ich möchte jetzt eine Buslinie, die Wege zusammenstellen, setze einen Startpunkt, setze einen Endpunkt, lasse ihn erstmal routen, schiebe das dann dahin, wo der Bus tatsächlich hinfährt und er sammelt mir die Wegstücke ein. Das ist ja eine unheimlich mühsame Geschichte derzeit noch in OpenStreetMap und manchmal verpasst man auch solche Mikrowege. Könnte man sich sowas vorstellen? Also, dass er nur auf dem Busnetz routet, das geht ja. Nein, nicht auf dem Busnetz, dass man das erst überhaupt erzeugt, die Route von dem Bus. Man sagt, hier fährt der Bus los, da endet er, lässt routen und schiebt dann die Route genau langsam dahin, wo der Bus dann tatsächlich herfährt. Und die Grasshopper geht dann hin und sammelt die Wege ein. Ja, ja. Und dass man die dann anschließend in die Relation reinpacken kann. Das würde es sehr erleichtern, Routen, auch Fahrradrouten zum Beispiel aufzunehmen. Ja, nee, also prinzipiell geht das, aber die OSM-IDs sind nicht drin. Dann gibt es halt auf GitHub ein Projekt, was die OSM-IDs verfügbar machen könnte, aber ist halt nicht direkt integriert. Aber prinzipiell klar, geht das. Du hast vorher gesprochen, wegen der verschiedenen Profile, was es gibt. Gibt es eigentlich auch schon Ambitionen für ein Einsatzfahrzeugeprofil? Weil vorher war ein Vortrag, wo sowas gebraucht wäre, also gebraucht wäre. Motivation gibt es ja. Okay. Genau. Also ist nicht vorhanden, aber ja, wir haben LKW-Profile in der Directions API drin und auch ein Busprofil für ÖPNV-Bus, aber noch kein Einsatz. Also, ja, gibt einfach viel zu viele Sachen, die man da bauen könnte. Aber noch nicht gemacht. Habt ihr Unterstützung drin für die dritte Dimension sozusagen, also für die Höhe? Also gerade für Fahrradfahrer und Fußgänger ist ja das ein Unterschied, ob sie jetzt irgendwie um einen Berg rumlaufen oder über einen Berg drüber. Ja, also das Fahrradrouting vermeidet Berge. Okay, was nimmt er da? SRTM oder sowas? Ja, das kann man einstellen. Entweder SRTM oder SCGIAR. Okay, weitere Fragen? Ja. Du hattest gesagt, dass Logistikfirmen wichtig sind. Heißt das, ihr habt zum Traveling Salesman auch was im Portfolio oder machen die das selber? Das ist genau der Teil der Directions API. Also wir haben noch ein anderes Open Source Projekt, JSprit heißt das. Der Autor von JSprit steht da hinten. Stefan, der baut daran und wir haben das beides sozusagen zusammengebracht und bieten Vehicle Routing, also Lösung von Vehicle Routing Problemen an. Genau. Also ich bin heute eine Stunde mit dem Auto von Kitzbühel nach Salzburg hergefahren und mein Auto ist ein Hybrid, ein Plug-in-Hybrid und er hat eine Akkureichweite von 20 Kilometer verfügbar und die Entfernung ist aber 100 Kilometer. Und die Problematik, die mein Auto hat, ist, wenn ich den Akku in der Steigung einsetze, verglüht der Akku schnell. Ich würde gerne den Akku optimiert einsetzen, die Akkuenergie auf der Wegstrecke. Das wäre insofern interessant, weil ich die Strecke an sich ja bereits auswendig kenne und ich bräuchte eigentlich gar kein Routing. So ein Routing-System könnte mir aber während der Fahrt den Einsatz meiner Akkuenergie und den Einsatz von fossilen Kraftstoff optimieren helfen. Mhm, ja, auf jeden Fall. Also das ist also gerade elektrische Autos oder eben Hybride sind ein spannendes Thema, aber da spielt halt so ein bisschen auch rein, dass das Vehicle-Routing-Problem jetzt auch, wenn es ums Tanken geht oder man die Strecke nicht kennt oder so, das wird dann auch schnell ein bisschen kompliziert, aber ist auf jeden Fall spannend, ja. Werden wir auch uns, also versuchen, da irgendwelche Lösungen anzubieten, ja. Noch eine, ja. Da könnt ihr die gleich einmal ausschließen, und zwar wegen reine Elektroauto. Da war jetzt ja auch ein paar die Profile, wie schnell er das fahren, also ist ja das Hauptproblem bei den Elektroautos ist ja der Fahrtwiderstand, also der Luftwiderstand, je schneller das fahren, umso schlechter. Das heißt, innerstädtisch ist ja besser. Genauso ist mit dem Bremsen und Beschleunigen Unterschiede und da braucht man eigentlich auch für Elektroautos, was jetzt immer mehr wird, ein ganz eigenes Profil, was auch sehr viel auf Steigung und so weiter ja auch schaut. Genau, ja, also ich glaube, das Wichtigste
Ja, also da haben wir auch Kontakt zu, sag ich mal, Leuten, die auch Elektroautos haben und das ausprobieren. Und da sind eben nicht nur Steigungen wichtig, sondern eben auch andere Parameter, die man dann berücksichtigen kann. Und das ist ein bisschen Tuningarbeit und haben wir definitiv auf der To-Do-Liste. Ja, vielen Dank nochmal für den Vortrag. Mhm, gerne. Und wir kommen dann gleich in 5 Minuten zum abschließenden Vortrag für den heutigen Tag.